Hallo zusammen, willkommen beim nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen. Seit dem letzten Video der Java-Grundlagen wissen wir, welche einfachen Datentypen existieren. Nun wollen wir sehen, ob wir Werte von Variablen eines Datentyps in eine Variable eines anderen Datentyps kopieren können. Den Vorgang der Datentypkonvertierung nennen wir Typecast. Das Verständnis über diese Vorgänge ist wichtig, da wir beim Programmieren öfters in solche Situationen kommen. Also, los geht's! Zuerst müssen wir uns nochmal etwas in Erinnerung rufen. Wir haben Variablen ja als Datenbehälter kennengelernt. Der Datentyp wiederum bestimmt den Wertebereich, den wir in die Variable reinschreiben können. Wenn wir also sagen, wir eine Byte-Variable als ein Glas, also ein Behälter interpretieren, dann fasst das Glas einen Wertebereich von plus 127 bis minus 128. Die Größe dieses Behälters, also jetzt hier im Beispiel dieses Glases, soll nun jetzt den Wertebereich repräsentieren. Wenn wir nun eine Short-Variable mit einem größeren Wertebereich verwenden, dann ist unser Glas entsprechend größer und bei einer Integer-Variable eben noch größer. Nehmen wir nun einen Datentyp heraus, erzeugen eine Variable und füllen einen Wert hinein, beispielsweise eine Short-Variable. Der größtmögliche Wert ist jetzt hier 32.767. Nun nehmen wir eine Variable eines anderen Datentyps und deklarieren eine Variable, beispielsweise eine Integer-Variable. Nun weisen wir mal den Wert der kleineren Variablen der größeren zu, indem wir schreiben, der Wert 2 ist gleich dem Wert 1. 2 war Integer, 1 war Short. Dieses ist gleich, auch Zuweisungsoperator genannt, führt jetzt dazu, dass der Inhalt in der Variablen 1 in die Variable Wert 2 kopiert wird. Unser Modell mit den Gläsern hinkt hier natürlich ein wenig, aber für das Verständnis des Typecasts ist es erstmal unerheblich, dass wir beim Glas jetzt nur rüberschieben und nicht kopieren. Also, wir kopieren nun den Inhalt des kleinen Glases in das große. Dadurch erhalten wir eine Zuweisung ohne Datenverlust, weil ja der maximale Inhalt der kleinen Variablen auf jeden Fall in die große Variable hineinpasst. Also der Inhalt des kleinen Glases passt ganz locker in das große Glas hinein. In solch einem Fall gibt es also keinerlei Probleme. Der Computer würde diesen Code ohne weiteres verarbeiten. Verwenden wir nun mal einen anderen Datentyp als Zielvariable, eine Byte-Variable. Diese fasst nun viel weniger als die Quelle der Short-Variablen. Insofern könnte es hier jetzt ein Problem geben. Wenn wir nun den Wert der großen Variable in die kleinere kopieren, dann kommt es zu einem Überlauf und somit zu einem Datenverlust. In die Gefahr des Datenverlustes laufen wir immer dann, wenn die Quellvariable einen Wertebereich aufweist, den die Zielvariable nicht fassen kann. Und vor dieser Gefahr versucht der Compiler uns zu schützen. Die Zeile mit der Zuweisung würde der Compiler nicht akzeptieren und eine Fehlermeldung erzeugen. Wir können diese Zuweisung so also gar nicht durchführen. Das erscheint auf den ersten Blick jetzt sinnvoll, aber sehen wir uns jetzt mal folgende Konstellation an. Wir setzen in die Variable Wert 1 mal einen kleineren Wert hinein, und zwar so klein, dass er in die Byte-Variable hineinpasst. Nun könnten wir theoretisch ja den Wert von der Variable Wert 1 in die kleinere Wert 2-Variable kopieren, ohne dass wir einen Datenverlust erleiden. Das Problem ist aber, dass der Compiler das nicht immer vorhersehen kann, ob der Wert in einer Quellvariable in die Zielvariable hineinpasst. Die Situation ist ja nicht immer so übersichtlich wie in unserem kleinen Code, wo wir einfach nur eine konstante Zahl hin und her schieben. Die Zahl könnte ja auch in einem anderen Programm aus einer User-Eingabe erzeugt werden. Und da hätte der Compiler keinerlei Chance vorherzusehen, was der User irgendwann mal in Zukunft eingeben wird. Und deshalb ist und bleibt diese Codezeile aus Sicht des Compilers verboten. Das ist nun aber
gerade in dem hier geschilderten Fall, dass der Wert aus der Quellvariablen noch in die Zielvariable passt, eine nicht hinnehmbare Einschränkung. Irgendwas muss nun möglich sein, damit wir diesen Schritt nun doch ausführen können. Und ja, es gibt hier eine Möglichkeit. Hierzu müssen wir die Zeile etwas umbauen. Und zwar schieben wir die Quellvariable etwas herüber, damit wir vor dieser Variable etwas hinzufügen können. Dort soll nun der Wert in einen Byte-Wert umgewandelt werden. Dies erreichen wir, indem wir hier das Wort Byte, also den Zieldatentyp, einfügen und mit Hilfe einer runden Klammer dem Computer den Hinweis geben, dass hier der Wert tatsächlich umgewandelt werden soll. Dies nennen wir einen expliziten Typecast. Dies können wir bei Variablen, aber auch bei festen Werten realisieren. Explizit bedeutet, dass wir dem Computer mit Hilfe der runden Klammern explizit sagen, in welchen Datentyp der Wert für die aktuelle Operation umgewandelt werden soll. Das heißt also, dass sich nicht der Wert selbst in der Variablen ändert, sondern nur während der aktuellen Operation, in unserem Fall der Zuweisung. Neben dem expliziten Typecast gibt es auch noch impliziten Typecast. Dies macht der Computer also automatisch, ohne dass man ihn dazu zwingen muss. Das ist immer dann der Fall, wenn wir Daten von einem kleinen Datentyp in einen großen kopieren, wenn also der maximale Wertbereich des Quelldatentyps kleiner oder gleich dem Zieldatentyp ist. Die Frage ist jetzt, wann droht denn jetzt dieser Datenverlust beim Typecast? Dazu schauen wir uns unsere Zahlendatentypen nochmal an. Wir hatten ja die Byte-Variable oder den Typ von Byte von minus 128 bis plus 127, Short mit einem größeren Wertebereich, Integer und Long, das waren die ganzzahligen Datentypen. Dann hatten wir noch die Gleitkomma-Datentypen Float und Double und dann am Schluss als letzter Zahlendatentyp noch Character, der die Zahlen von 0 bis 65.000 hatte, die zwar nicht als Zahl angezeigt wurden, sondern eben als UTF-Zeichencode, aber das, was tatsächlich in der Variablen gespeichert wurde oder wird, ist ja ein Zahlenwert. Boolean und String brauchen wir nicht, sind keine Zahlendatentypen. Und damit haben wir jetzt alle unsere relevanten Datentypen jetzt hier mal aufgezeigt. Das wären jetzt die Quelldatentypen. Und ich möchte jetzt für alle Quelldatentypen gucken, in welche anderen Datentypen ich die denn umwandeln kann. Da bietet sich hier so eine Matrix an. Das sind jetzt meine Zieldatentypen, auch wieder Byte bis Character. Die Diagonale muss ich mir gar nicht angucken, weil das ist immer von Byte auf Byte, Short auf Short und so weiter. Das heißt, hier gibt es ja keine Typenkonvertierung. Das heißt, das klammern wir einfach aus. Der Code ist ganz simpel. Ich habe einfach mal eine Variable, Wert 1. Das ist die Quellvariable mit dem Quelldatentyp. Hier schreibe ich jetzt einfach nur die 0 rein, weil wir haben gelernt, der Wert ist egal. Der Compiler sagt, der maximal mögliche Wert ist für ihn relevant. Und ob ich da jetzt 0 oder den maximal möglichen reinschreibe, ist jetzt für den Compiler tatsächlich egal. Dann in der zweiten Zeile haben wir die Wert-2-Variable. Das soll dann der Zieldatentyp sein und dort schreiben wir einfach Wert 1 rein. Das ist dieser Typecast. Und die Frage ist, muss hier ein impliziter oder ein expliziter Typecast erfolgen? Gut, also nochmal, hier sind die Quellvariablen oder Quelltypen und hier die Zieltypen der Zielvariablen. Wir beginnen mit Byte und schauen, was passiert, wenn ich eine Byte-Variable in eine Short-Variable hineinkopiere. Nachdem Byte einen sehr viel kleineren Wertebereich wie Short hat, ist es implizit möglich. Das heißt, ich muss keinen expliziten Typecast machen. Bei Integer gleiches Spiel. Integer ist ja noch größer als Short. Gleiches gilt für Long. Und im Prinzip auch für Float. Float könnte zusätzlich auch noch Nachkommastellen speichern. Kriegen wir aber von der Byte-Variable nicht raus, weil es ganze Zahlen sind. Und Double dann entsprechend genauso. Bei Character ist es jetzt ein bisschen anders. Character ist zwar vom Speicherbedarf noch größer als Byte. Character hat ja 2 Byte Speicherbedarf. Der Daten oder die Datenbreite geht aber von 0 bis 65.000. Und bei Byte haben wir minus 128 bis plus 127.
Das heißt, die Werte von minus 128 bis minus 1 können in einer Character-Variablen gar nicht gespeichert werden, weil sie keine negativen Zahlen fasst. Also würden wir hier bei der Übernahme eines negativen Wertes einen Datenverlust erleiden, also brauchen wir einen expliziten Typecast. Gut, als nächstes Short-Variable. Wir gucken uns die Werte wieder kurz an. Wir haben auf der linken Seite von der Diagonale jetzt die kleineren Datentypen. Short fasst ja von minus bis plus 32.000 und Byte ja nur bis von minus 128 bis plus 127. Ergo hätten wir hier die Gefahr eines Datenverlustes, also müssen wir von Short auf Byte einen expliziten Typecast machen. Bei den Variablen rechts neben der Diagonale ist es so, dass wir implizite Typecasts machen können, weil die entsprechend größer sind. Lediglich bei der Character-Variable ist es so, dass wir hier wieder wegen dem negativen Wert, der bei Character nicht abgelegt werden kann, einen expliziten Typecast brauchen. Integer machen wir genauso wieder. Wir haben hier einen expliziten Typecast links von der Diagonalen für die Variablentypen Byte und Short. Und rechts dann für die Zahlenwerte außer Character wieder implizit. Und Character haben wir wieder das Problem mit den negativen Werten. Aber auch, weil Character ja nur bis 65.000 geht und Integer geht ja bis 2 Milliarden. Bei Long im Prinzip das gleiche wieder. Jetzt wird schon langsam langweilig. Links haben wir explizit, rechts haben wir implizit und Character wieder den expliziten Typecast. Bei Float haben wir jetzt eine zusätzliche Geschichte. Float kann neben den Werten, die von den einfachen, von den ganzzahligen Datentypen gefasst werden, zwar die Werte übernehmen, aber noch zusätzlich Gleitkomma oder Nachkommastellen aufweisen. Wenn wir jetzt von einer Byte-Variablen oder von einer Float-Variablen in eine Byte-, Short-, In- oder Long-Variablen etwas kopieren, dann würden wir hier an der Stelle einen expliziten Typecast brauchen, weil der Wertebereich größer ist und wir Nachkommastellen haben. Die Nachkommastellen würden bei einer Übernahme von Float in einen ganzzahligen Datentyp aber auch noch zusätzlich abgeschnitten werden. Sie werden nicht gerundet. Runden ist eine Vereinbarung der Mathematiker, ist aber keine saubere Operation. Der Computer sagt einfach, alles was nach dem Komma ist, kann ich nicht verarbeiten, also weg damit. Und es ist tatsächlich dann für die Verarbeitung und für den Wechsel zwischen den Gleitkomma- und Nicht-Gleitkomma-Zahlen tatsächlich praktischer zu schneiden und nicht zu runden. Wer runden will, kann das sich vom Programm her selber bauen. Es gibt auch Bibliotheken, die ganz normal kaufmännisch runden. So. Von Float auf Double ist wieder ein impliziter Typecast, weil Double ja größeren Wertebereich aufweist und Character wie immer explizit. Beim Double haben wir wieder genau das gleiche. In grün links neben der Diagonalen explizit und Character wie immer auch ein expliziter Typecast. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, das ist der Character. Character hat ja Wertebereiche von 0 bis 65.000. Damit haben wir hier vor allem bei den einfachen Datentypen, und zwar den kleinen wie Byte und Short, einen expliziten Typecast, den wir durchführen müssen. Weil für Byte war die größte positive Zahl 127 und für Short 32.000. Beides kleiner als 65.000, also explizit. Und für alle anderen dann einen impliziten Typecast, weil die eben diese 65.000 ganz locker schlucken. Gut, damit sind wir jetzt durch diese Monstertabelle durch und hoffe, dass alle soweit verstanden haben, worum es hier im Prinzip geht. Wenn wir dann wirklich in die Einzelprogrammierthemen gehen, dann werde ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal referenzieren, was wir hier heute gemacht haben. Wichtig ist mir, dass ihr versteht, dass wenn wir von verschiedenen Datentypen hin und her kopieren, dass wir darauf achten müssen, dass wir eben keine Daten verlieren. Und der Zusammenhang, wie ich ihn gerade ja dargestellt habe, ist ja eigentlich relativ nachvollziehbar. So, das war's von meiner Seite und ja, viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Video.